willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich bin gerade auf dem Weg zum Stall und heute mache ich nicht so viel, weil ich nachher noch einen Termin habe. Also ich werde heute nicht reiten, aber da unsere Pferde bald von unseren Boxen, die sind ein bisschen außerhalb vom Stall, in den Stall ziehen, weil dort jemand geht und dann Boxen frei werden. Deshalb werde ich heute die Boxen, in die wir einziehen, ein bisschen putzen, ausmisten. Ja, mal sehen, wie lange das dauert. Es ist jetzt um 10, also kurz vor 10. Ich denke mal, um 10 bin ich da. Ja, mal sehen, wie lange ich dann dazu brauche. Und dann fahre ich vom Stall aus gleich zu einer Freundin und wir fahren dann zu dem Termin. So, jetzt habe ich unsere Boxen wurden ausgemistet. Ich habe dann noch mitgeholfen, habe eine Box noch mit ausgemistet. Und jetzt mache ich noch für meine Cousine, die ist gerade nicht zu Hause, hat aber auch ein Pferd hier. Das Pferd muss Medizin kriegen, dann mache ich jetzt mal die Medizin und dann führe ich die noch ein bisschen, weil die ein bisschen Bewegung braucht. Ja, und dann gucke ich mal, dass ich die Boxen sauber machen kann. Aber da die Pferde jetzt noch da sind von derjenigen, die wegzieht, muss ich mal gucken, inwiefern ich das jetzt schon machen kann. Ich werde jetzt die Tröge, oder zumindest den einen, wir haben ja drei Boxen, eine von den Boxen ist leer, die anderen beiden, da stehen noch Pferde. Ich werde jetzt zumindest von der einen Box schon mal den Trog ein bisschen auswischen und dann gucke ich mal, ob ich mit dem Wasser auch noch die Boxentür ein bisschen sauber mache und dann sehe ich mal weiter, was ich heute noch schaffe. Dann habe ich aber noch die Seitenwände von der Box ein bisschen, da stand nämlich was dran, wo es ums Heu ging. Das habe ich abgewischt und dann habe ich noch die Boxentür zwischen den Stäben, da war es eingestaubt, habe ich ein bisschen sauber gemacht. Jetzt habe ich mir nochmal neues Wasser geholt und damit werde ich jetzt die Boxentür von außen bis hin, da steht immer was dran, so, keine Ahnung, nur Heu, also keine Heulage oder so. Das werde ich abmachen. Wurde Mist abgeholt und dadurch stand immer ein Trecker mit Hänger im Weg, konnte ich das Pferd von meiner Cousine nicht vom Pferd holen und dementsprechend halt auch nicht führen, alles klar. Das habe ich jetzt eben gemacht. Ja, jetzt habe ich noch mal ein bisschen Heu aufs Pferd auch gebracht. Die steht mir sozusagen in Einzelhaft,
weil sie eben sich nicht so viel bewegen darf. Und bei uns kann man sich jetzt entweder aussuchen, durch die Modder zu rennen, die ungefähr so tief ist, oder durch den Schnee, indem man sich dann immer in die Schuhe schaufelt. Und ich habe halt so schöne Gummistiefel. Und wenn ich laufe, kommt da irgendwie immer Schnee rein. Also habe ich jetzt nasse Füße, aber naja. Ich mache jetzt noch Heu für morgen früh für die Pferde. Vor die Boxen, also unsere jetzigen Boxen noch. Noch werden sie hier stehen. Mal sehen, wenn die Boxen dann fertig sind drüben zum Einziehen. In ein paar Tagen, dann ziehen wir um. Ich habe jetzt das Heu für morgen früh fertig. Da wollen Boxen. Und da ich jetzt schneller bin, als ich gedacht habe, ich glaube, es ist jetzt um 12, mache ich jetzt ein Heu für morgen, für den Tag, nee, für die Nacht. Ja, also für heute Nacht ist fertig. Jetzt mache ich hier noch Heu hin, das dann morgen früh in die Heunetze kann. Ja. Jetzt alles soweit gemacht, was ich machen wollte. Es ist jetzt kurz nach 12 und ich denke mal, ich fahre jetzt los. Ja, ich hätte jetzt auch noch geschafft zu reiten, aber ich glaube, das dauert wieder ein bisschen zu lange, dass ich das noch pünktlich schaffe, nachher da zu sein, wo ich noch hin muss. Und deshalb reite ich dann morgen und denke ich mal, dass ich jetzt losfahre. Diesen Haufen Heu da hinten hätte eigentlich heute Abend mein Vater gemacht. Weil immer noch abends jemand herkommt zum Füttern. Aber ich denke mal, dass er das nicht schafft, weil er dann noch was vorhat. Und also habe ich das jetzt halt schon mal gemacht. Und ja, da muss er nachher nicht mehr ganz so viel machen. Und das war's jetzt auch. Tschüss, bis zum nächsten Mal.